Ich habe zusammen mit dem Holger Grön, der hier heute Gastgeber ist, den Verein Mineralienwende gegründet. Und es geht dabei um die Gesundheit von den Böden, von Pflanzen und von Menschen, insbesondere in Bezug auf die Mineralien und Spurenelemente. Und ich habe viel zu Spurenelementen recherchiert und ein Spurenelement sticht für mich völlig heraus. Das hat nämlich aus meiner Sicht eine riesige Relevanz für unsere Gesellschaft, wie wir uns miteinander zurechtfinden, miteinander umgehen, wie empathiefähig wir sind. Und das Spurenelement, über das ich sprechen möchte, ist das Lithium. Das erste Mal, als ich von diesem Zusammenhang gehört habe, von Lithium und den Effekt auf unsere Gesellschaft, das war diese Studie hier. Die ist schon etwas älter, die Daten sind aus den 70er Jahren, aus Texas. Und es wurde untersucht, wie verhält sich denn die Kriminalitätsstatistik der Bevölkerung mit dem Lithiumgehalt im Trinkwasser. Und da hat man festgestellt, je weniger Lithium im Trinkwasser enthalten ist, desto gewaltbereiter werden die Menschen. Man hat also hier festgestellt, wenn man diese beiden Gruppen vergleicht, also viel Lithium und wenig Lithium im Trinkwasser, wenn wenig Lithium da ist, haben sie gesehen, es gibt 69% mehr Tötungsdelikte, 59% mehr Suizidfälle, 80% mehr Vergewaltigung und die Liste geht noch weiter. Ziemlich heftig und da habe ich mir aber gedacht, na gut, es ist halt eine Studie, ich habe auch schon viele Studien gelesen, da stand einfach Blödsinn drin. Es gab aber sehr viel mehr Studien im ähnlichen Design, es haben natürlich anfangs auch viele angezweifelt, ob das denn wirklich so sein kann. Und egal, wo auf der Welt man dieses Studiendesign anwendet, man kriegt im Grunde fast immer diesen gleichen Trend. Ja, es ist also offenbar so, das Lithium auf dieser Welt ist sehr ungleich verteilt, sehr punktuell. An vielen Orten sind die Menschen wahrscheinlich gut versorgt mit Lithium, aber es gibt eben auch Orte, da ist es offenbar nicht genug. Wofür genau braucht man dieses Lithium jetzt eigentlich? Also ich habe einige Dinge gefunden, die darauf hindeuten, dass es fürs Gehirn sehr wichtig ist, beispielsweise der Transport und die Aufnahme von Vitamin B9 und Vitamin B12, Stimulierung und Produktion von Nervenwachstumsfaktoren und Stammzellen im Gehirn, die Nervenregeneration, Schutz vor zahlreichen Neurotoxinen und sogar es soll wichtig sein für die Funktion und den Erhalt der Gehirnleistung. Und diesen letzten Punkt finde ich total spannend im Zusammenhang damit, dass Lithium gar nicht als essentiell angesehen wird. Also offiziell brauchen wir Lithium gar nicht. Hier steht aber jetzt, es ist wichtig für die Funktion und den Erhalt der Gehirnleistung. Das heißt, das ist eine ziemliche Ansage, finde ich, zu sagen, das braucht man nicht. Ja, denken ist nicht so wichtig, können andere machen. Lithium wird als Therapeutikum angewandt und schon seit über 200 Jahren. Also es ist wirklich alt, dieses Wissen. Es wird bis heute angewendet, vor allem bei bipolarer Störung, aber auch bei Depression und Manie. Es wird da sehr hochdosiert angewendet, etwa das Tausendfache von dem, was wir normalerweise über unser Essen und Trinken zu uns nehmen. Und dabei sind auch starke Nebenwirkungen eigentlich normal. Es geht stark auf die Schilddrüse und auf die Nieren, das nimmt man aber offenbar in Kauf. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, möchte ich hier gar nicht beurteilen. Ich bin kein Psychotherapeut oder Mediziner, aber ich habe mich natürlich auch gefragt, geht das nicht auch mit normalen, also physiologisch sinnvollen Konzentrationen bzw. Mengen? Und da habe ich diese Studie hier gefunden. Das ist eine ganz kleine Studie mit nur 24 Teilnehmern. Die waren alle ehemals drogenabhängig, viele davon waren auch schon im Gefängnis, also es waren echte Menschen mit echten Problemen und die hat man aufgeteilt in zwei Gruppen. Einmal eine Kontrollgruppe, die hat Placebo bekommen und die Versuchsgruppe, die hat Lithium bekommen. Keiner wusste, wer in welcher Gruppe ist und die haben eben nur 400 Mikrogramm an Lithium bekommen. Also das ist ein Brösel, der ist so klein, den sieht man gerade so noch mit dem bloßen Auge. Also winzige Dosis. Das wurde 4 Wochen lang gemacht und die wurden immer wieder gefragt, wie es ihnen geht, wie sie sich selber einschätzen. Und an diesem Graphen sieht man zum Beispiel, wie sie ihr eigenes Wohlbefinden angegeben haben. Und das ist in der Lithium-Gruppe voll nach oben geschossen. In der Placebo-Gruppe ist es leicht nach unten gegangen. Das Gleiche hat man auch festgestellt mit dem selbst eingeschätzten Energielevel, Freundlichkeit und noch ein paar andere Parameter. Also die haben sich alle schlagartig verbessert über die ganze Dauer von 4 Wochen. Besonders beeindruckt hat mich an der Studie auch, dass die
direkt die Leute auch gefragt haben, wie es ihnen so geht, die gar nicht wussten, in welcher Gruppe sie waren und das auch in diese Studie reingeschrieben haben. Da stehen also einige Zitate von den Studienteilnehmern. Und da steht zum Beispiel sowas wie, ich fühle eine große Veränderung. Oh, was war das? Okay. Ich fühle eine große Veränderung insofern, dass ich nicht mehr so schnell getriggert werde. Oder meine Stimmung ist stabil und ich kann jetzt klarer denken. Mir geht es ziemlich gut. Ich bin nicht mehr depressiv. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ich werde nicht mehr so wütend wegen belanglosen Dingen, wie ich es vorher tat. Es waren also alles Leute aus der Lithium-Gruppe, wie man dann später festgestellt hat. Und es gab keinen einzigen, der nicht große Veränderungen bei sich gemerkt hat. Bei einigen hat es ein bisschen länger gedauert, da kam es erst bei der dritten oder vierten Woche, bei den meisten war es schon in den ersten paar Tagen so. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, Wahnsinn, will ich auch haben. Nicht, weil ich irgendwie psychische Probleme hatte, ich habe mir einfach gedacht, naja, Vorsorgen ist vielleicht gar nicht so blöd, mit so einer geringen Dosierung kann auch nicht viel passieren. Dann habe ich herausgefunden, das ist ja gar nicht legal. Lithium, hatte ich schon gesagt, gilt als nicht essentiell und nicht nur das, ist sogar verboten als Nahrungsergänzungsmittel. Auf der Seite von der Verbraucherzentrale kann man dazu zum Beispiel lesen, Nahrungsergänzungsmittel mit Lithium dürfen weder in Deutschland noch in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verkauft werden. Und die Begründung, die sie dazu angeben, in großen Mengen rufen Ultraspurenelemente, zu denen auch Lithium zählt, Vergiftungen hervor. Sie können lebensnotwendige Substanzen blockieren oder Wechselwirkungen mit anderen Stoffen eingehen. Das ist völlig richtig, aber was hier nur betrachtet wird, ist, was passiert bei einem zu viel. Aber was passiert bei einem zu wenig, kommt hier gar nicht zur Sprache. Das wird einfach weggelassen. Also ist ja klar, dass es irgendwo eine optimale Dosis geben muss und da gibt es ein zu viel und zu viel ist nicht gut und da gibt es ein zu wenig und zu wenig ist auch nicht gut. Das muss man ja irgendwie abwägen. Ansonsten, was soll man damit anfangen? Das heißt, im Grunde möchte ich selber vorsorgen, kann ich das nicht, weil es nicht legal ist. Ich muss quasi warten, bis ich psychisch krank werde, zum Psychotherapeuten gehen, der muss mir dann attestieren, dass ich depressiv bin oder so, dann bekomme ich das, kein Problem, aber selber irgendwie Vorsorge betreiben, das funktioniert leider nicht. Ich muss dazu noch sagen, also ich will jetzt nicht zu Straftaten aufrufen, aber wer Lithiumsupplemente sucht, der findet die auch einfach. Also die meisten Händler, denen ist das scheinbar dieses Verbot egal, ist aber eine Frage der Zeit, bis da durchgegriffen wird, denke ich. Ich stehe jetzt nicht hier, weil ich Angst schüren möchte. Ich möchte über dieses Thema aufklären. Ich spreche oft über Lithium in meinen Vorträgen und ich frage auch jedes Mal, wie viele Menschen wussten denn davon, von diesem Zusammenhang von Lithium und der Gewaltbereitschaft? Und es ist ja meistens so, bei so 30 Leuten geht dann eine Hand hoch. Deswegen würde es mich hier auch mal interessieren, wer wusste das denn? Gerne mal die Hand heben. Ja, schon gar nicht so schlecht. Sind es 5-10%? Ja, ich würde mir aber wünschen, dass es mehr Leute wüssten. Und wir vom Verein Mineralienwende, wir sind auch angetreten, um Lösungen anzubieten. Das kann ich jetzt nur ganz kurz sagen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Wir haben außen einen Stand aufgebaut, den Mineralienwende-Stand. Wer sich da noch weiter informieren möchte, der kann gerne bei uns vorbeischauen. Und mein Buch, die Mineralienwende, kommt in 9 Tagen raus. Man kann es aber heute auch hier schon kaufen. Kostet 20 Euro. Man kann es sich sogar signieren lassen vom Herrn Dr. Stefan Hügel, der wird da auch sein. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke.